Willkommen, willkommen in den Daugul-Höhlen. Wir waren ja schon mal hier vor kurzer Zeit. Ein kleiner Tipp, wenn ihr diesen Ort hier nicht findet, wo diese Tür ist, die ist auch verdammt gut versteckt. Ich bin schon hier, habe die Leiter runtergelassen. Falls ihr die Leiter noch nicht runtergelassen habt in diesen Höhlen, ihr kommt hier rüber, indem ihr von da drüben herüberwarbt. Das geht nur, wenn unter euch Gegner sind. Wenn keine Gegner da sind, verlasst den Dungeon, kommt wieder rein. Also ihr müsst nicht mal Zeit vergehen lassen, einfach reinkommen. Die Gegner komplett ignorieren und dann da hochwarpen und von da drüben zu dieser Plattform hier. Na, ja, damit wir uns verstehen. Die Daugul-Höhlen sind in dem Sinne sehr gemein. Was ist? Ich will da rein, Prompto. Das ist los. Problem ist nur, da reinzugehen ist gar nicht so einfach. Man muss da nämlich richtig stehen. So, jetzt. Na komm, Noctis. Ganz vorsichtig. Jetzt aber. Ja, man muss da sehr genau drücken. Ich weiß auch nicht, was die programmiert dafür. Keine Ahnung, Panikkarten, sag ich mal. Ich habe mal den Ring Lucas ausgerüstet und mir die Ultima-Klinge besorgt. Endlich habe ich es gemacht. Oh mein Gott. Ich habe mir diese 10% gegeben von diesen Gegnern, wo ich mal erzählt habe. Huhu, 10% Chance. Und habe jetzt die Ultima-Klinge. Die Ultima-Klinge ist die beste Klinge im Spiel. Und sie sieht... Oh, sie sieht okay aus. Ah. Hey, lass den Quatsch! Was alles so dabei habe. Ich wünschte, die Ultima-Klinge würde besser aussehen, aber ja, sie ist okay. Eine versiegelte Tür. Seid ihr bereit für ein Kraftemessen, Jungs? Wir sind immer bereit, Claudio. Ja, wieder ohne Buff. Wird schon schief gehen. Und dabei mir ist noch was aufgefallen. Ich habe nämlich neue Fertigkeit mir beigebracht, nämlich bei Magie. Hier unten, dass ich Doppelsynthese habe, ja, das ist aktiv. Das heißt, wenn ich Magiesynthese mache, mache ich so gesehen einen zusätzlichen Zauber, ne? Ich hatte was synthetisiert, es ist nicht das geworden, was ich erwartet habe. Ich dachte, es ist wirklich so ein Doppelzauber, dass er doppeltes kommt. Nein, es ist einfach, man kann zusätzlich das noch einmal extra zaubern. Das heißt, diese Fertigkeit ist so gesehen... Ich wünschte, es wäre wirklich so eine Doppel gewesen. Aber es ist nicht schlecht. Es ist nicht schlecht für... Aber es ist sehr teuer für 333 FP, ne? Das ist schon verdammt teuer. Aber immerhin habe ich es jetzt ausgerüstet. Dass ich mehr Magie zaubern kann. Oh yeah, mehr Magie! In dem Fall habe ich einen sehr mächtigen Zauber gemacht, der mir Erfahrungspunkte gibt. Den werde ich aber erst nutzen, wenn ich vorher so ein schönes esse, dass ich mehr Erfahrungspunkte kriege. So, sonst zahlt sich das nicht aus. Nichts wie los. Ja, es ist wieder offen. Tür Nummer 4. Oh, das ist wieder steinig hier. Na dann. Ihr kennt das Prozedere so langsam, glaube ich. Gegner anschauen und sagen, hallo, kann ich euch umbringen? Ja, man kann sie hier mit Tod zaubern. Das habe ich nicht vergessen. Putz! Putz! Ach, ist das schön, wenn man das kann. Das funktioniert aber nicht bei allen Gegnern. Bei dem Skelettraum, den wir hatten, hätte das nicht funktioniert. Weil es untote Gegner sind, ne? Und das ist ein Todzauber. Ich werde jetzt hier meinen Spaß haben mit der Ring der Lucis. Der Lucis. Ja? Einfach hier alle Gegner. Hallöchen, greif mich doch an, wenn ihr könnt. Ja, das machen die auch. Wow. Ja, die machen Aua, wenn sie treffen. Aber ich heile mich gleich auch wieder. Putz. Putz. Ach, ich mag diesen Ring. Das ist einfach nur cool, oder? Es geht jetzt richtig hier im Speedrun-Verfahren fast schon hier. Eine Silbermütze. Ich nehme alles gerne mit. Und ja, ich bin vergiftet, aber gerade nichts. Obwohl, ich hätte noch Heilmittel, ne? Lass mal sehen. Ja, setz mal ein. Muss jetzt nicht extra Schaden sein, unbedingt. Noch mehr Gegner? Aber sowas von. Hallöchen. Ja, das sind Masse Gegner, aber der Ring sagt so. Tschüss euch!
Fuzzi. Zack. Zack. Ist das nicht cool oder ist das nicht cool? Okay, runter von mir. Dankeschön. Ah, vergiftet werden auch noch hier. Eieieiei. Erstmal heilen hier. Das ist cool im Ruhigen des Lucis, der heilt auch einen. Wenn auch nicht komplett. Leider. Was haben wir hier Schönes? Ein Prachtkäferpanzer. Hier kriegt man sehr coole Items, wenn ich das sagen darf. Oh. Level 70 Gegner, Schildscheren. Ja, der Ring der Lucis ist hier nicht mehr so gut wie am Anfang gerade. Nochmal nur. Packt das Ultima-Schwert aus, Leute. Es wird gebraucht. Upp. Harte Gegner mit harter Verteidigung. Das Ultima-Schwert sagt sich so. Jo, ich hau rein. Kaboing. Upsi. Ah, die halten extrem viel aus, die Gegner hier. Au. Kein Grund, mich hier anzurempeln. Ja, das ist nicht fein. Meine schöne Krabbeln machen ja gleich einen Krabbengulasch. Und du bist die Hauptzutat. Oh yeah! Das hat gepfeffert. So muss das. Ah, bitte auch für Ignis was. Bitteschön. Ja, es wird nicht einfacher. Es wird immer schwerer hier in den Dungeons. Immer schwerer. Ah, ich kam da gerade nicht raus. Das war böse. Ja, zieht euch! Falls euch aufgefallen ist, hier unten in den Dungeons kommen keine Rufmagien. Ja. Also Rufmagien erreichen euch hier unten nicht. Das könnt ihr vergessen. Was eigentlich schade ist, aber auch verständlich. Wir sind sehr weit tief unten. Ihr könnt hier so lange warten, wie ihr wollt. Ihr werdet nie eine Rufmagie kriegen. Leider. Hör mir ab! Oh, Ignis. Mach hier mal. Schaschlik! Krabbenschaschlik. Oh, ganz ruhig hier. Ah, legt das sich nieder. Hat ein bisschen gedauert. Ja, das war hart. Ja, das war hart. Geschafft. Ah, wir kriegen wieder ein Lavendelöl. Schön. Das ist nicht das erste, was wir kriegen. Das ist eine Frage. Ist das hier eine Abzweigung? Ja, nein, vielleicht. Nee. Das sieht so nach groß. Doch, es ist eine Abzweigung. Dachte mir schon, das sieht ja noch so großen Raum aus. Ich gehe jetzt halt mal den rechten Weg. Ich gehe einfach random. Ich habe keine Karte oder so. Ich mache einfach. Und das funktioniert, wie man sieht. Oh, hallo Gegner. Ja, böse Tiere sind hier. Und alles Böses mit spitzen Borsten und warst du nicht gesehen. Bing. Ach, darum mag ich diesen Dungeon hier. Einfach so ziemlich jeden Gegner tot machen. Ich finde das toll, dass es geht. Hui! Und du auch? Natürlich! Ah! Prompto, bist du schon wieder mitten in der Wand drin? Also bitte, ne? Das üben wir nochmal. Das üben wir nochmal, dass wir nicht in die Wand klitschen, ne? Das machen wir mal ein anderes, diese Übung. Nicht jetzt. Na, ihr bewacht hier was. Aber nicht mehr lange. Wow, das war Sanctus. Ich bin gerade ausgewiesen, perfekt. Wing! Zack! Tod euch allen! Ist das cool oder ist das cool? Ich find's cool. Das ist sicher wieder eine Sackgasse hier. Imperator-Knöchelband. Das war sogar ziemlich gut, soweit ich mich erinnern kann. Naja, kann man sich drüber streiten. Ein Knöchelband verziert dem Bild eines Kaisers aus dem Mittelalter. Erhöht die Vitalität. Ich frage mich, ob das ein Easter Egg ist zu Final Fantasy 2. Ja.
Man kann sich darüber streiten, wie gesagt, ob es besser ist. Ich meine, es erhöht die Verteidigung. Aber 80 Angriff weniger dafür, sogar mehr als 80. Nee, nicht unbedingt. Ich kann nicht mehr rechnen. Auf jeden Fall, man kann es ausrüsten. Ich bin kein Fan davon. Guck mal, ist hier an der Kasse? Yep, immer, wie gesagt, immer zweimal, dreimal gucken, bevor es durchgeheißen hat. Oh, da ging es doch weiter. Ach, verdammt. Ich bin da sehr vorsichtig geworden, was das angeht, hier unten. Ja, das, wo mir das erste Mal passiert ist, habe ich gedacht, jupp, das soll mir nie wieder passieren, bitteschön. Das war nervig ohne Ende. Gut, da werden wir wieder. Dann nehmen wir den anderen Ausgang. Das müsste der hier sein. Ah, man hat das gerade im Hintergrund gehört. Da wartet jemand auf uns schon, oder? Oder hat er einen Riesenhunger? Ah. Schild. Okay, bin gerade durchgeklebt hier. Nehme mich mal an. Ist akzeptiert. Agiri! Eieieiei! Das hat gepfeffert. Gehen wir! Jo, wir gehen gleich. Ich will nur das hier aufheben in der Mitte. Dankeschön. Und ja, es kann manchmal passieren, dass vor euch das zugeht. Ihr könnt trotzdem durchgehen. Ne? Also es gibt ja so eine kleine Sicherung. Immerhin etwas. Da kann nichts passieren, zum Glück. Ups! Zumindest ist es mir noch nie passiert. Was ist euch passiert? Nicht so schön. Man kann aber jederzeit den Dungeon ja verlassen, zum Glück. Man muss halt nur aufpassen, wo man war. Wupp! Ignis, du bist hier ein bisschen mit wenig HP unterwegs. Ich gebe dir mal ein Elixier. Sehr schön. Gönn dir. Zack, zack! Das war Nummer 1. Jetzt bist du dran. Erstmal hier raus. Da sind die Riesengrabben unterwegs. Putz! Wow, das war knapp. Ignis, du weißt, was du tun hast. Schorschlick-Time! Ah, da hab ich getroffen. Der wurde gerade abgelenkt von diesem einen, der da liegt. Tja, kann passieren. Ganz ruhig, du. Ja, wir machen aus der Schaschlik, ob du willst oder nicht. Ich bin am Verhungern. War ja auch ein harter Kampf. Also, dass man hier hungrig wird nach so vielen Krabben, das kann ich mir schon gut vorstellen. Und was? Zeig das! Oh, Mann. Das heißt, es muss eine Art dritte Abzeigung geben. Da oben. Yep. Und hier ist nichts, aber hier oben. Yep. Die dritte Abzeigung habe ich gar nicht gesehen. Lass mal gucken, wo ist die dann? Sobald ich es finde, sobald ich es finde, sobald ich es finde. Hier vielleicht. Gucken wir mal. Wenn hier nichts unten liegt, dann war ich hier schon. Ah, ich war hier noch nicht. Oh, die Gegner wieder. Hallo. Ich mag euch. Wisst ihr das? Ja. Warum? Darum. Boing. Okay. Explodiert der Gegner. Ach, ich liebe das. Vorwärts. Jo. Ein Supertrank gibt's dafür. Ja, nehme ich alles mit. Ah. Hallo. Wenn ihr eure Cousins vermisst, die sind tot. Ui. Nicht mit mir, du. Gepanzerter Scherenfreund. Könntest du mich da bitte verlassen? Danke. Der haut rein. Happy!
Aber ich kann ihn ja auch. Yay! Weiter so, Nord. Ah, das Limit ist so cool. Man kann ja nicht besiegt werden, wenn man im Limit ist. Das ist schon nice. Was gab's denn dafür? Ein Finalexier. Jupp, nehme ich sehr gerne mit. Weiter tiefer runter, so tiefer, tiefer. Ah, okay, ich dachte, das wäre ein anderer Gegner. Guten Tag auch. Au, und ich laufe noch rein, ne? So richtig. Bitte hau mich! Ah, derbe! Es ist ein gigantischer Scherenangriff, ne? Ich finde das so interessant, dass man das parieren kann. Hoppa! Nehm ich mehr? Nein! Ich sagte, nein! Hoppa! Alle ab! Oh, das war schön! Aus dieser Krabbe kann man viele Schnitzel machen. Definitiv. Ignis, wo bist du denn? Alles in Ordnung? Ja, mehr anstrengen. Let's go! Heiß! Ach, der Dungeon macht Spaß. Hat sich ganz schön hingezogen. Ist nicht viel anders als die anderen Dungeon, aber das macht Spaß. Mir sowieso, für ihr habt auch hier Spaß beim Zugucken. Also, Moment, ich muss mich mal anders hersetzen. Wuppa, wuppa. So, jetzt geht's weiter. Dam, bam. Na, zu Hause. Hallo. Der war ein bisschen langsam. Hallo, Mobol des Grauens. Und ja, wie alle Mobole, passt vor den Zuständen auf. Mit seinem Atem und mit seinem Gift da. Kann ich reinhauen? Ah, ich bin da sehr vorsichtig bei dem Freund hier. Genau deswegen. Autsch. Genau deswegen. Das ist ein böser Gegner. Und mit böse meine ich so richtig böse. Aber das ist definitiv ein Game Over Potenzial, der Freund hier. Diesmal gab es allerdings keinen Text zum Lesen. Schade eigentlich. Okay, Adio, nicht, dass du gefressen wirst, bitte. Dankeschön. Ignis? Koch ihn mal. Schöner Schaden. Adja, der Mobol hält eine Menge aus. Das war nicht der Endgegner hier. Wir leben noch. Das muss gefeiert werden. Also nach dem Kampf kann ich dir das voll verstehen, Prompto. Der war wirklich nicht ohne. Und wie gesagt, das war jetzt nicht der Endkampf. Das war ein stinknormaler Kampf. Okay, so stinknormal war es nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Warte, da geht's nach oben. Da will ich nicht hin. Ich will weiter nach unten. Es wäre schon merkwürdig, wenn jetzt hier kein Zelt wäre, ne? Darum. Tut, tut. Ah. Hallo, ihr. Habt ihr mich schon vermisst? Boing. 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 War schon krass, auf einmal so ein Level 80 Gegner von der Nase zu haben, ne? Vorwärts. Ja.
hier so die Level 40er, 50er, 60 eventuell, ja, und auf einmal so ein Mobol 80. Denkt man sich schon, ja, das ist der Endgegner. Nope. Wir sind da. Ah ja, wieder eine Raststätte. Und was haben wir hier diesmal? Ein Mogri-Tal ist mein extra. Ich bin wirklich am Überlegen, ob ich den ausrüste. Ich habe jetzt ja mehrere davon. Das ist der Hund, mir das war's. Sortier mal bitte, dankeschön. Wie viel habe ich denn davon? 3. Das wäre für meine gesamte Gruppe fast gut. Also für. Ja. Mein Claudio, Ignis und Prompto sind eh ein bisschen hinten. Jetzt nicht so weit, ne? Aber es wäre eine Überlegung wert. Definitiv. Was haben wir denn diesmal für einen Text? Blühende Pflanzen, lachende Kinder, Landschaften wie gemalt. Oh, Glückliche, die ihr im Licht der Sonne weilt. Ist euch die Dunkelheit doch fremd? Nichts wisst ihr von der Finsternis. Die Ferne der Macht eures Königs durch die Erde sicker und alles vergiftet. Sehr creepy irgendwie. Na dann. Guten Tag, gehen wir zu Hause. Wie immer. Ich frag mal wie vorher, oder? Oh, Vanillepudding! Darf ich euch essen? Das schaffen wir mit links. Boing. Schön brav, meine Lieben. Falls ihr euch fragt, was war es wirkungslos? Das war ein physischer Angriff. Aber einfach sagen, jo, Ring der Luzis und weg sind sie. Also sie ist jetzt nicht komplett immun zu jedem physischen Angriff, aber zu sehr vielen. Die Puddinge sind ohne den Ring der Luzis heftige Gegner. Hep! Nicht so wie ihr, ja. Euch kann ich physisch angreifen. Aber der Ring der Luzis wird ein bisschen länger dauern. Hep, ja! Er war unter Umständen ist fein. Da hatte ich gerade was im Hals. Nein, es war keine Krabbe. Ja, ich hau einfach rein, okay? Ist es in Ordnung für dich? Wenn du halt nichts machst, heißt das ja. Hoppa! So, das heißt ja. Zack! Ah, hoffentlich. Also gut. Njong! Oh, schön. Ja. Der wird überrascht. Oh, das sind sogar 4. Das sind 3. Ah ja! Das hat gerade 3000 Erfahrungspunkte extra gegeben. Das war knapp. Nice. Warum? Weil ich die Fertigkeit freigeschaltet habe, wenn ich exekutive kille, dass ich mehr Erfahrungspunkte kriege. Und das lohnt sich wirklich, diese Fertigkeit. Hätte man eigentlich früher schon machen können, aber ich wollte nicht unbedingt. Hätte mich overlevel gefühlt, wenn ich das in der Story gemacht hätte. So, und hier gibt es eine Abzweigung. Ich gehe mal links lang. Aber gesagt, ich mache das erst später. Ja, damit du Bescheid wisst. Da Prompto, du könntest auch ein Elixier vertragen, aber irgendwie wieder gerade keins einsetzen. Na gut. Dann hast du Pech gehabt. Jetzt vielleicht? Nein? Also Prompto, sag mal. Wieso willst du kein Elixier einsetzen? Jetzt geht's. Das war gerade weird. Bin dran! Na gut, er hat's eingesetzt, aber irgendwie hat das Spiel gerade das nicht realisiert. Nochmal bitte. Jetzt. Ich will schon, dass er ein bisschen mehr HP hatte, gute. Oh, ein Tomberry! Ein Küchenmesser. Ob das eine Herausforderung zum Webkochen ist? Habt ihr so meine Zweifel? Die Zweifel habe ich auch. Und die Tomberries, die sind nicht ohne. Whee! Der Freund allerdings versucht hier wegzulaufen erstmal. Aber lasst euch nicht täuschen, der ist verdammt stark, wenn er zuhaut. Wenn er zuhaut. Ja, bis jetzt läuft er noch davon. Mal schauen, wie er das macht. Ja, ja. Ah, keine Giftwolke hier. Ja. Ah, der greift sehr selten an. Der will eigentlich nur weglaufen. Mehr will er nicht. Ja. Aber nicht mit mir. Gut gemacht, Ignis. Danke.
Sitz! Der hält wirklich eine Menge aus, das ist der Tombere. Hier kann man kurz halt Limit aufladen. Beste Kampf ever! Boost, boost. 10.000 Erfahrungspunkte und 66 Blitzelemente hat es gerade gegeben dafür. Wihuu! Ja, aber er kann angreifen. Ich habe schon mal angreifen sehen, Sir Thornberry. Das ist sehr mörderisch. Was? Achso. Dann habe ich eine Stärke von 5 Sternen. Keine Chance. So einen Wert kann nur ich haben. Die reden wieder über das Mobile Game im Spiel. Boost, boost. Ah, es gibt ja ab in Vanillepudding. Ich habe so richtig Bock auf Pudding. Auf Vanillepudding. Ich mag Vanillepudding. Ist lecker. Zum Glück hast du ein tolles Lautschwert. Was für ein Lichtschwert. Ja, Antworten, die sind echt hilfreich. Also echt. Die legendäre Königstaschenlampe. Was? Königstaschenlampe? Super Elixier. Gehen wir. Ja. Ja. Ja, nächster Stock. Ah, und noch mehr Vanillepudding. Jetzt wird es aber langsam ein bisschen viel. Lassen wir die Waffen sprechen. Aber egal, ich nehme alles, was ich kriegen kann. Die werden sich wundern. Ja, die wundern sich jetzt schon. Boing. Boing. Und nochmal. Easy peasy. Ah, jetzt geht's ein bisschen tiefer runter wieder. Sehr tief. Guck, guck. Oh, wieder Krabben. Ich, das ist ein Stichwort. Happy. Ja, das wäre doch was, mal ohne Strategieplache. Ist ja nicht so, als würde ich schon das ganze Zeit so machen. Oh yeah. Wow, 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 ganz ruhig bleiben wir. Ganz ruhig bleiben wir, Scherchen. Ich wusste, auf dich ist Verlass, Kumpel. Brauchen wir schon sicher. Also ohne Limit wäre das jetzt sehr böse geworden. Der Kampf hier. Merk schon. Ja gut, es waren noch immerhin 4 Stück von denen. Autsch. Ja, bitte einen Supertrank nur, bitte. Dankeschön. Uiuiui. Oh, zum Glück ist das vorbei. Das war doch gar nichts, Prompto. Wir haben noch das Schlimmste vor uns. Ich will gar nicht dran denken. Aber ich muss dran denken, weil ich weiß, was noch alles kommen wird. Sag ich dann nur. Roger. Spätestens beim letzten Gegner, den ich vorhabe. Da werde ich kriseln. Da werde ich so richtig kriseln. Da krieg ich die Krise. Oh, noch ein Tombery. Hallöchen. Läufst du auch weg? Nein, der kämpft. Nicht so nett. Ja, der ist nicht nett. Sag ich, ich hab das schon mal angreifen gesehen. Der ist böse. Wow, der ist schnell. Und haut extrem stark zu. Hopp, hopp. Los geht's. Okay. Wenn der erste noch weglaufen wollte, will der hier ein bisschen mehr auf die Mütze. Autsch. Ja, der ist so schnell, kann man nicht abblocken. Da muss man vorher schon drücken. Aua. Ganz ruhig, du. Zack. Und zack. Mach den nieder. Der ist böse. Ja, noch ein bisschen. Happy! Also solche Temperatur hat man, glaube ich, noch nie gesehen in einem Land von Fantasy. Wenn, da waren die eher ruhig und gemächlich, aber die hier,
Teras komplett aus. Ich gebe jedenfalls nicht auf. Mit komplett ausrasten? Ja, das habe ich gerade gesehen, glaube ich. Oh yeah. Blitzelement und eine Himmelssphäre. Apropos Blitzelement, ich kann eine weitere Magie machen. Oh yeah. Ich hätte gerne bitte ein Blitzgar mit. Das würde ich nicht lohnen. Machen wir eine Fünferkette. Das ist auch eine Blitzra nur. Nee. Ich hätte schon gerne ein Gar. Damit so ein Gar wird, muss ich einfach ein paar mehr Sachen reinschmeißen. Fluchblitzra. Viererkette ist okay. Da habe ich jetzt Blitzgar. Bitteschön. Das ist für später. Die Blitzker sind für später. Der werde ich mir schön aufbehalten. Wir leben noch. Das muss gefeiert werden. Und seit letzten Part will kommt dann doch eine Party schmeißen. Weiß auch nicht warum. Wir machen sie platt. Der hat keinen Bock mehr anscheinend. Kann ich gut verstehen nach so vielen Dungeons. Dass er auf uns doch zukommt. Autsch. Also zwei Angriffe auf einmal hätte ich jetzt nicht erwartet. Ein okay, aber zwei? Putz! Ganz ruhig bleiben wir. Epp, epp. Ja, verzieht euch! Ja, macht mir zu viel Schaden. Und hält eine Menge aus. Los geht's, Leute. Eine sehr große Menge. Ja. Oh yeah. Der wurde gerade aufgeschlitzt, so ordentlich. Ah, machst du was? Nein? Dann geht's jetzt Grillparty. Ich finde cool, dass das trifft, auch wenn es nicht trifft. Klingt komisch oder so. Dankeschön. Das war nicht leicht. Passt schon, finde ich, von Schwierigkeitsgrad her, Ignis. Ein Super-Elixier habe ich gefunden. Nice, nice, nice. Klar, du lässt mich bitte vorbei. Ah, wieder eine Abzweigung. Ich gehe wieder links lang. Immer da entlang gehen, wo man denkt, hier riecht das nach Ausgang. Ah, Vanillepudding wieder. Kein Fan von Geglibber. Also ich esse es gerne. Wenn du es nicht magst, noch Chris. Ja. Ah, das schaffen wir schon. Außer wenn die mich anspucken. Und was ich alles machen. Ups. Das war Sanctus gerade. Boing. Weg mit euch. Hoho. Schön ist euch. Ah, viele, viele Kleberzeug hier. Vieles Kleberzeug. Ah, Tombere wieder. Mal schauen, wie die Böse diesmal ist. Ah, stechert erstmal. Der ist ein bisschen gemächlicher. Ah, hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Er muss erstmal warm werden anscheinend. Röpplöpp! Der macht ganz schöne Rambazambas. Das ist kein Messer mehr, das ist ein Lichtschwert. Definitiv. Jetzt aber. Schnell Parade. Hopp. Ah, zu früh gedrückt. Zu früh gedrückt beim Blocken. Ignis, heiz hinein. Gut gemacht, Ignis. Beobachte die Bewegungen deines Gegners. Sei vor allem. Ja, bei dem ist es egal, dass Bewegungen anschauen, wie gut da. Er ist so flott. Das kannst du vergessen.
Sag, das kann man vergessen, so schnell wie es er. Das hättest du mal gelohnt, da? Bleibst du stehen? Ja, er ist stehen geblieben. Das riecht nach Ärger. Das sieht nicht gut aus für uns. Ach, läuft schon. Hey, alles klar bei dir? Ja, alles fein. Also so wie der kämpft, der könnte direkt ins Kingdom Hearts reinpassen. Ganz im Ernst. Mach ihn fertig. Jep, jep, und pups. Alles klar? Alles im Grünbereich. Mach den fertig. Wir haben die Oberhand. Na dann, lass mich das beenden. Der ganz schön was aus. Keine Gnade. Das war viel Schaden. Eine Gedenkmünze gibt's hier dafür. Hervorragend. Da geht's hoch. Sackgasse? Oh, yep, Sackgasse. Wir leben noch. Das muss gefeiert werden. Also prompto, ne? Ich stell dir gleich eine Kiste Bier hin. Bei so viel Feiern. Ah, wirklich, ne? Ich mach das wirklich. Ich stell mir so eine Kiste und sag, jetzt gehst du feiern. Definitiv. Und wenn du nicht feierst, dann gehst du aber nicht mal raus. Ach schön. Bisschen Spaß muss sein. Dann muss ich in die andere Richtung gehen. Das müsste jetzt hier sein. Falls ich nicht komplett gaga bin. Ich höre wieder was auf der rechten Seite. Ja, wieder Vanillepudding. Hier ist mal Max mit dem Limit, ja. Bisschen Abwechslung. Wirkungslos und Ende. Tja, war doch Loxy mit Limit. Ja, es bringt nichts. Definitiv. Das müssen wir auch mal sehen. Das Limit kann auch komplett wirkungslos sein. Und ja, ich wusste das. Ich wollte es mal zeigen. Ups. Hallo, mein guter Gegner. Schön, dass ihr alle vorbeischneidet. Ich habe einen Ring für euch. Ja, ist doch böse, wenn die Gegner mal sagen, was? Limit? Was ist das? Kann man das essen? Ja, die sind da knallhart. Und böse. Ich muss schon sagen, beim ersten Mal hat es mich auch überrascht. Was? Limit geht nicht? World? Why? Guck mal, Ignis. Der hat das gleiche Grün besser wie du. Aber er ist nicht so nett. Ja, wieder eine Sackgasse, wie ich sehe. Also ich habe mich verguckt. Was passieren kann. Genau der richtige Trainingssache für dich ab. Ups. Nochmal? Nein. Uiuiui. Ganz ruhig, mein Guter. Ich finde sein Anzug irgendwie so cool vom Tom Berry. Er hat was. Yep. Hallo. Machen fertig. Ah, der hält das einfach mal aus. 999 Schaden. Kein Ding für den. Ah, whoops. Uiuiui, das kam jetzt plötzlich. Hallo? Was besser als das? Ja doch. Jetzt hätte ich Kaffee. Was? Kaffee? Ich habe leider keinen Kaffee für dich, Ignis. Ich zerschmettere dich! Bumm! Sauber, kein Problem. Ja, zauberhaft! Zauberhaft allerdings. Ist das wieder eine Gedenkmünze? Nein, ein medizinisches Kompendium. Gucken wir mal. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das war.
kann er von Noctis angelegt werden. Sorgt dafür, dass Heiltränke und ähnliche Gegenstände automatisch verwendet werden, sobald die LP unter 50% fallen. Das ist ganz nett, muss ich mal sagen. Aber ich mache das lieber per Hand. Es ist wirklich nicht schlecht, diese Seite. Also wenn ihr nicht an dauernd Bock habt, auf Gegenstände auszuwählen, das muss gefeiert ist es sehr, sehr praktisch. Aber wie gesagt, ich mache das lieber per Hand. Also dass nicht, ich sage, dass das Spiel es für mich Sache machen muss, sondern dass ich es selber eingebe. Ich bin es einfach gewohnt. Ja. Ist eine Gewöhnungssache, glaube ich auch. Jetzt ist die Frage, wo geht es weiter? Na, hier nicht. Also muss es noch einen Weg geben. Wartet. Ah, gucken wir mal, ob es hier weitergeht. Das müsste der rechte Weg sein von deiner Abzweigung. Hoffe ich mal. Ah ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Hallo Gegner, die unverwundbar sind zu physischen Angriffen. Hier geht's euch heute so. Boing. Ja, die werden sich sehr wundern. Wieso kann er uns Schaden machen? Wir sind doch physisch immun. Weiter geht's. Ja. Ein Ether. Wir haben es ja gleich durch, Leute. Kein Stress. Oh, kein Spaß. Ah ja. Endlich sind wir da. Eine Pauserunde. Kann man hier eigentlich speichern? Das wollte ich schon vorher wissen. Nein, kann man nicht. Ein Code-Duello gibt's hier für Gladio. Na gut, die Waffe kann man auch selber ausrüsten. Also ich könnte jetzt sagen, das soll Noctis haben, wenn man möchte. Aber ich gebe es immer zuerst Gladio. Gucken wir mal. Hier ist sie. Sehr viel weniger Angriff. Sehr viel weniger. Dieses Großschwert wurde für den Einzelkampf geschmiedet und verursacht am meisten Schaden im Kampf gegen einen einzelnen Gegner. Ja, es gibt allerdings sehr viel HP, muss ich sagen. Aber ich bin mehr für Angriff, ganz im Ernst. Ich meine, mit dem Schwert hat Claudio einen Angriff von 1110. Ne? Das seht ihr da links unten. Und mit dem nur unter Anführungszeichen 897. Also wenn ihr ein bisschen defensiver sein wollt, es ist okay. Ich gehe mal sortieren hier. Ja, es ist okay. Also das, was ich jetzt habe. Was gibt es denn diesmal zu lesen? Die Kerkatakanage sind ein wohlgehütetes Geheimnis, erschaffen und versiegelt durch ein Opfer ihrer eigenen Lebenskraft. Auch der garstige Wurm ward in einen gebannt. Ein Wurm? Und die Texte sind sehr interessant. Sollte man sich im Hinterkopf behalten. Würde der Mantel des Schweigens gelüftet, das Volk verfiele in Furcht und Hass. Recht und Ordnung brechen zusammen und mit ihnen die Liquidität der königlichen Herrschaft. Vor meiner Ohnmacht will ich niederknien und beten, dass ein würdiger König dem Leid eines Tages ein Ende bereitet. Ja, und dieser König, das ist Noctis mal wieder, der Arme. Die Story ist sowieso so ein bisschen crazy, was das angeht, ne? Ah, ein Curl wieder. Kurzer Prozess. Ah, geht nicht. Bei dem geht es nicht. Da war ja was. Happy! Wir hatten ja genug Curls beim anderen Dungeon, ne? Warum bist du, was machst du hier? Bist du falsch ausgebogen? Das Problem kenne ich. Das hier machen wir Tricker. Der macht ja richtig Puzzlebäume. Ja, wir haben es gleich. Das nenne ich kurzen Prozess. Oh ja. Dann wollen wir mal weiter. Ich finde ja lustig, dass seine, sag jetzt mal, seine Haare so aufstehen gegen die Gravitation. Ich finde das immer lustig. So eine Kleinigkeit. 83 Fertigkeitspunkte habe ich. Okay. Ich dachte, ich hätte mehr. Leider nicht. Oh. Euch kennen wir auch. Oh nein, die sind diesmal nicht physische Immunität. Oder doch? Ah, doch. Gut, dass ich so eine Magie habe. Finalex hier. Schnell erledigt hier. Schnelle Erregung ist immer schnell.
Ah, weitere von denen. Boing. Und boing. Ja. Hast mich schön erwischt. Dankeschön. Verzieh euch. Plopp. Also wenn ihr nicht mit Rögen der Luzis kämpfen wollt hier unten, ihr könnt ihn nur mit Magie besiegen. Und je nach Element, also die Vanillepuddings haben Blitzelement, die Freunde haben Feuerelement. Ist halt ein schönes Dreiecksystem hier. So kann man dran arbeiten, wie man die besiegt. Ein Curl ist hier. Nur einer. Sieht so aus, ja. Wow. Ganz ruhig, mein Freund. Kein Grund hier so auszurasten. Ne? Er steckt heute viele Wurzelbäume. Der hat sich eigentlich jetzt ausgezahlt, ein Exekutiv zu machen. Ich habe das schon schnell gedrückt. Passiert. Eine Gelenkmünze, eine weitere. Ich sollte die mal abgeben mit Zeiten. Ich habe keine Ahnung, wie viele, aber einige. Ah, ihr wieder. Wirklich? Schon wieder? Ja, ihr wieder. Hören und sehen. Hallo, Sanctus. Ups. Tschüss euch, okay. Ihr lieben Gegner. Ups. Die sind abgeschwert, mein guter Prompto. So schnell hast du nicht mal gesehen, waren die weg. Ja, wir sollten wirklich bald weit unten sein. Also ganz weit unten. Yep. Ich komme so vor, da ist er dann wirklich länger als die anderen. Ich werde es so sagen. Für mich zumindest. Ich habe gerade keine Uhr da. Hep. Beziehungsweise ich hätte nicht da, aber da müsste ich weggucken. Und das will ich gerade nicht. Macht gerade so Spaß zu kämpfen. Und da war es wieder Putzen bei mir hier. Also eine Freude ist. Hep. Der kriegt einen auf die Fresse. Oder eher auf den Bauch. Ups. Jupp. Schnell erledigt die Gegner hier unten. Ich glaube, ich habe den Dreh jetzt raus. Ja, ich auch. Definitiv. Meinst du das ernst? Ich meine, echt? Meinst du wirklich? Ja, Prompt, du hast einen Dreh raus. Ein Megafölk nebenbei. Ah, noch ein Curl. Jetzt reißt mit euch langsam hier. Ja, dagegen sind wir lieber, die mit einem Ring der Luzis weg sind. Ne? Die sind wir wirklich lieber. Machst wieder hier Puzzlebäume. Aufschlitzen! Ja, ich bin gerade zu aggro. Aber egal. Macht Spaß! Ja, was machst du jetzt? Nix? Okay. Wups! Haut rein, Leute! Njong! Hat sich ganz schön hingezogen. Ein bisschen da. Super Elixier. Was ich gerade frage, wann ist bei Ignis das fertig gemeistert? Ach, das dauert noch. Das dauert noch. Na, die Stufe 3 Dinger, die sind, die dauern beim Machen. Apropos. Jetzt, wo ich 92 habe, kann ich endlich auch das hier lernen. Steigender Impuls. Mächtiger Flächenangriff gegen Gegner vor Gladio. Kostet 3 Kommandobalken. Genau wie bei Ignis. Und Prompto Science, ja, da muss noch ein bisschen warten. Gladio, let's go. Dann werde ich jetzt auch gleich aufleveln, das der steigende Impuls. Ich finde es schade, dass sie so teuer sind. Diese Sachen.
und nicht wirklich besser als die Zweier. Meistens zumindest. Na dann mal los. Isolde Klaue. Die ist schnell. Isolde ist hier. Entgegen gab es erstmal in Final Fantasy 8, glaube ich. Und wie ihr seht, die ist sehr gut gepanzert. Ja, sehr gut gepanzert. Uiuiui, mein Limit hat gerade mal die Hälfte abgezogen. Okay, ein bisschen mehr. Hopp. Ah, keine Haustracke. Ah. Oh, hau rein, Leute. Akario, let's go. Ach schade, wir sehen den Angriff nicht. Zumindest nicht gut. Weil der Gegner kaum vorher gehoben war. Ja, schade. Felix mal dann. Mann, ich hab wirklich alles gegeben. Ja, Ohrringe. Stolz auf dich da sein. Kann er gehen. Ich bin vollkommen ausgelaugt. Warum krieg ich Lunas Freyas Ohrringe? Wenn ich das fragen darf. Wahrscheinlich eine andere Kanagi. Diese Ohrringe sollten eins von der Kanagi getragen werden. Erhöht die Magie um 200. Also wenn ihr ein Magier sein wollt, geht das durchaus. Da kann man ja richtig abgehen mit den Teilen. Erstmal Heilung bitte. Roger. Für dich auch, Ignis. Ja, schön. Und Claudio ist noch fein. Sollte er wirklich bald ganz unten sein. Bald halt. Boing. Kein Fan von mir. Boing. Boing. Und du noch? Yep. Super Tag. Perfekt. Also ich habe keine Erfahrungspunkte boost, ne? Aber ich krieg trotzdem hier fast 300.000 Erfahrungspunkte. Das heißt schon was. Wirklich überlegen, ob ich nochmal diesen Einschlaf da mache mit den dreifachen Erfahrungspunkten. Und ich glaube, wir haben unser Ziel erreicht. Es sieht zumindest gut aus. Hallo! Lange! Eine Mahanaga. Die heißt so. Ist wie die Naga-Naga, nur viel stärker. Kann auch versteinern. Und kann extrem nerven. Und schön schlängeln. Hip, hip. Also vor den Attacken, die sind sehr schnell. Yep. Ah, schön ist, dass es vergiftet ist. Yep. Ah, ich bin mal ein Frosch. Quack. Einfach mal kurz weggehen, bis es aufgehoben ist. Du, du. Upsa, kein Grund, mich anzuschreien. Ich kann dabei nichts machen. Kann ich eigentlich Allheilmittel dabei einsetzen? Ah, sich selber aufgelöst gerade. Aber ich brauche auf jeden Fall ein Elixier, bitte. Dankeschön. Oh, Galio, hau rein! Und allen neuen Angriff sehen. Putz! Das macht zweimal 9.099 Schaden. Da ist er, unser Dolchmeister. Ja? Unser Dolchmeister. So kann man die Kiss auch benennen, ja? Also der Angriff von Claudio. Mega viel Schaden. Und die Gegner halten das auch noch aus. Das ist das Kranke. Und falls im Fall kann es noch mehr werden. Ja, es kann noch mehr werden. Kostet aber halten, Fertigkeitspunkte. Soll ich jetzt ein bisschen hier passiver vorgehen? Ich will nicht nochmal ein Frosch werden. Geh drauf, du Schlange!
Reicht das? Reicht das? Nicht ganz, leider. Jetzt aber. Blitz! Bitteschön. Das war eine große Schlange. Eine Präzisionslanze gibt's dafür. Das ist für Ignis wieder. Gucken wir mal. Ignis, die Präzisionslanze. Die ist besser als die Tränenlanze 3. Und das ist schon. Und die gilt schon als ultimative Waffe, so nebenbei, ne? Eine Lanze, mit der sich gezielt gegnerische Schwachpunkte angreifen lassen, erhöht den Rate kritischer Treffer. Oh, gönn dir, Ignis. Gönn dir so richtig. Na dann, raus hier. Ich habe hier nichts mehr zu suchen. Außer, dass ich hier landen muss. Jetzt aber. Wir sehen uns beim nächsten Dungeon. Und er wird genauso schlimm. Wenn nicht sogar schlimmer.